Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Michael Haufler und heute geht es mal wieder um Fehler im E-Commerce. Und dieses Mal geht es um Kunden bzw. Kundenzugänge. Es ist nicht unüblich, dass Kundenzugänge zu Online-Shops nur auf Anfrage erstellt werden. Jetzt muss man vielleicht kurz ausholen, in den allermeisten B2B-Online-Shops, gerade im Baubereich, braucht man einen Kundenzugang, also einen Login, damit man überhaupt in das Shopsystem reinkommt. Der ist mit meiner Kundennummer verknüpft und dann kann ich bestellen, sehe dann dort auch meine individuellen Preise und kann dann einkaufen und das Ganze wird mir geliefert. Und wie gesagt, oftmals ist es so, dass eben diese Logins vom Kunden erst beantragt werden müssen. Dann wird es in einem manchmal schnellen Prozess und manchmal aber auch einem gigantisch aufwendigen Prozess genehmigt und ich bekomme dann irgendwann meine Zugangsdaten und dann kann ich einkaufen und wenn ich eben keine Zugangsdaten habe, dann kann ich nicht einkaufen. Wir hatten das mal bei einem Kunden, da war es wirklich so, dass es einen schriftlichen Vertrag gab, der vom Prokuristen des Kunden, also vom einen der Prokuristen, gezeichnet werden musste. Ein wahnsinnsbürokratischer Akt, um an den Zugang für einen Online-Shop zu kommen. Und dann natürlich auch kein Wunder, warum dann der Online-Umsatz sehr überschaubar funktioniert. Dementsprechend bitte, warum müssen denn Ihre Kunden um Erlaubnis fragen? Warum gibt es denn von Ihren Top 300 Kunden überhaupt Kunden, die noch keinen Zugang zum Online-Shop haben? Wollen Sie wirklich warten, bis die dann um Erlaubnis fragen, dass sie bei Ihnen online bestellen dürfen? Warum erstellen Sie denen nicht einfach einen Zugang und lassen den zukommen? Sagen, hier lieber Kunde, wir haben einen Online-Shop, wir haben dir einen Zugang schon mal angelegt, hier kannst du dich einloggen und wenn er das nicht tut, dann kommt mal nach 3-4 Wochen der Außendienst vorbei und erklärt es ihm nochmal. Also warum das dem Zufall überlassen, ob Kunden online einkaufen und nicht ganz bewusst hergehen, die Top-Kunden nehmen, Zugänge eben schon im Voraus anlegen, den Kunden zur Verfügung stellen und dann über den Innen- und Außendienst nachfassen, wenn diese nicht genutzt werden.